Sag mal, was hast du denn mit dem Bus verzappelt? Ich habe ein super Hightech-Navigationssystem mit Autopilot installiert. Man haut das Ziel rein, das Elektronenhirn berechnet die Piste und überschlug die Daten direkt im End an den Steuermann. Und der pest dann genau dahin, wo man hinwollen tutet. Während wir bequem auf dem Rücksitz rumgammeln und Fernsehen gucken. Mann, was die moderne Technik alles können kann. Wir könnten zum Beispiel auf ein paar Tacos nach Mexiko rüberreiten. Dann arriba, hombre! Kapitän Eisbergs Plankton-Steaks enthalten wertvolle Inhaltsstoffe und sie sind deliziös. Garantiert zu 87% organisch. Ganz frisch, direkt vom Nordpol. Nordpol, kein Ding. Hat der gerade was von Nordpol genuschelt? Ich hab keinen Durchfall, Mann. Stopp, ich hey, wir wollen nach Mexiko, comprende? Unmöglich, hombre. Eins nach dem anderen. Sonst problemo. Hör mal her, du dreckiger kleiner irrenloser Nichtnütz. Schneller, Faulpelz, müsst das Eis erst schmelzen? Ja. Räum das sofort auf, du Wackeldackel, und wirf den Wal ins Meer. Er ist leer. Na warte, der Tag wird kommen, da bin ich der Boss hier. Und dann bin ich reich, 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 weil ich so ein super cleveres Kerlchen bin. Ich nehme das ganze Plankton, was im Ozean rumschwimmt, und mach Kaugummi daraus. Und mein Kaugummi ist so gut. Sei das mal er. So, du versuchst also, dich hinter meinem Rücken zu bereichern, du Dieb, du. Aber das ist doch nur für den Eigengebrauch. Darum kümmere ich mich später. Und nun zurück an die Arbeit, Wackeldackel. Heia! Aufgebockt! Wow! Eines Tages wird das alles mir gehören. Das hab ich gehört. Willst du dich etwa selbstständig machen? Ankunft Nordpol in genau 15 Sekunden. Oh, der arme Captain. Auf ewig eingefrorenem eisigen Eis. Vielen Dank auch, Jungs. Ihr habt den Nordpol von dem gemeinen Captain Eisberg befreit. Ich hab zwar überhaupt keine Ahnung, wer ihr seid, aber euch muss der Himmel geschickt haben. Himmel? Kein Ding. Ciao. Dein Elektronen-Heinz hat sie wohl nicht mehr alle. Hey, Jungs. Also ich bin Momo, der König des Plankton-Kaugummis. Das ist ein Wahnsinnsgeschäft. Ich mag euch, Jungs. Wisst ihr was? Wir machen das Geschäft zusammen. Ihr holt das Plankton aus dem Wal raus und ich vermarkte das Endprodukt. Plankton ist eine Goldmine. Soll ich euch mal zeigen? Loxen, rück rüber! Okay. Tada! Momos Plankton-Kaugummi. 100%ig. Gut. Na los, probiert mal und fällt selbst euer Urteil. Denn habt ihr einmal abgebissen, wollt ihr ihn nicht mehr vermissen. Die Gülle kannst du knicken, Alter! Hä? Seid ihr verrückt geworden? Das ist pures Gold wert! Es macht grüne Zähne. Die Pinguine sind ganz scharf darauf. Jetzt hört ihr diese Trottel an, Captain. Wo ist das alte Seelackschnitzel hin? Ihr dachtet wohl, ihr werdet mich los, du und diese beiden Penner. So geht Kapitän Eisberg mit Verrätern um. Du. Ich mach's auch nie wieder. Bitte nicht schlagen. War gelogen. Der Typ ist ja so saublöd. Super Captain Momo erobert die Welt. Momo, lass mich hier raus. Ich nenn dich auch nie wieder Wackeldackel. Ich versprech's. Ich geb dir alles, was du willst. Da kannst du lange drauf warten. Ich bin jetzt der Boss hier. Entspann dich, Opa. Alles ist cool. Das ist alles eure Schuld. Hey, das ist ja very big hier. Und es tut sogar ein H2O-Sturz geben. Vorsicht, das ist vielleicht kein Wasser. Südalarm, das brennt. Sekunde, die Herren, hier hat sich doch irgendwo ein Notausgang verstochen.
Wir sind in der Rübe von dem Wal drinne. Ist ja cool, der Kerl hat einen richtig flachen Lappen für die Denke. Gut beobachtet, mon ami. Wie du bereits bemerkt hast, braucht der gemeine Blauwal kein Irren in Top-Qualität. Ein ordinäres, handelsübliches Irren ist völlig artgerecht und ausreichend. Aber dafür gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Am Anfang seiner Entwicklung war der Wal wie eine große Schnecke, schleimig und sabbernd, im Wuchs ein dichtes Fell und der hatte sechs Augen. Und als dann die weichköpfigen Dinosaurier entstanden... Der Vogel dreht am Zeiger, was macht er denn? Was uns jetzt fehlt, ist ein kongenialer Geistesblitz. Aber wir müssen das Loch aufnudeln. Ich weiß. Und dann entstand der viertentaglige Populus Stupidus. Er war besser an... Halt, Hut, Schlotterkopf! So, Kollege Pudel, sag Freundschaft und irrigier uns flottement hier raus. Wir brauchen dein großes Hirn. Ihr haltet mich für brillant? Ja, Klapperhexe, brillant! Go, Opa, go! Und alles klappert schon weiter! Hier wird nicht geschnorchelt. Oh Mann, gerade wollte ich abchecken, wie wir wieder zu Hause kommen. Oh, Alter, ich hab's. Oh, ja, jetzt klickert's. Schön blasen, mach ihn groß und rund. Auf, raus, los. Ab at home, Rumbalotte. Nur fliegen ist schöner. Schneller, mach schneller, Mann. Cool.